Sodele, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zurück zu Let's Play The Sinking City. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hier mit am Start seid und wir wollen direkt weitermachen. Wir müssen uns nämlich auf dem Weg zum Krankenhaus machen, um den komischen Captain zu finden. So, hier sind wir. So, haben wir im Inventar irgendwas zum Herstellen? Warum da nur so wenig? So, Fallmappe, was sagt die? Der Hafenmeister sah, wie Captain Sanders die andere Stelle verließ. Genau. Der möchte nämlich medizinische Hilfe. Den heften wir mal an und sagen, auf die Karte setzen. Und auf der Karte müsste dann quasi... müsste er hier sein, richtig? St. Mary's Krankenhaus, da werden wir uns mal hinbegeben. Das heißt, wir müssen ja hier die Straße hoch. Ja, machen wir einfach so, ne, würde ich sagen. Oder wir machen eine Schnellreise, das geht natürlich auch. Wir machen eine Schnellreise. Wir sind ja schon am Schnellreisepunkt. Reisen hier hin. Und fahren hier das Stück mit dem Boot, zack, bis hier hin und den Rest laufen wir. So machen wir das. Wir schauen noch einmal in die Fallmappe. Genau. Und wir haben ja noch jede Menge Nebenquests zu erfüllen. Und ich glaube, im Krankenhaus werden auch noch welche dazukommen. So, hier haben wir die Telefonzelle. Dann benutzen wir die auch. Und reisen. Hier in der Nähe haben wir noch nichts. Dann reisen wir hier hin. Komm schon. Ach, Space gedrückt halten. Ich bin aber auch doof. Ich drücke die ganze Zeit die Maus. So, wir schauen noch mal ganz kurz auf die Karte. Genau. Ja, gehen wir hier einfach geradeaus und dann fahren wir hier runter und hier hoch. Das heißt, die 1, 2, 3. Straße links. Der Angler hat da gerade ins Wasser gefallen. War das hier? Ja, hier war das. So.
Glotzen Sie so, Neuankömmling. Drock, verschwinden Sie. So, jetzt müssten wir genau einmal rechts und gleich wieder links. Hier sollte das sein, ja. Patienten oder Besucher? Warten Sie, lassen Sie Dr. Grant raten. Besucher. Boah, auch wenn Ellen Sie aus, ein bisschen blass sind, Sie haben nicht zufällig Kopfschmerzen, oder? Ja, wer hier wohl blass ist? Doch, ein bisschen. Aber die habe ich oft. Chronische Kopfschmerzen also. Faszinierend. Zufällig habe ich vor der Flut Parasiten und ihre Rolle bei Krankheiten studiert. Wussten Sie, dass wir alle Würmer in uns tragen? Ihre chronischen Kopfschmerzen könnten darauf hindeuten, dass Ihr Gehirn befallen ist. Ist richtig. Das höre ich zum ersten Mal. Klingt nach einer ernsten Sache. Darf ich Ihnen vorschlagen, als Testperson an meinem medizinischen Versuchsprogramm teilzunehmen? Komm, wir machen das Spielchen einfach ein mal ein medizinisches Versuchsprogramm? Kann ja nicht schlimmer sein als in der Anstalt in Boston. Ich bin dabei. Freut mich, das zu hören, Mr. Reed. Charles Reed. Mr. Reed, nehmen Sie diese Pillen bitte mit etwas Wasser ein. Sie sind gegen Parasiten äußerst wirkungsvoll. Sagen Sie mir Bescheid, sobald Sie sich besser fühlen. Ernsthaft jetzt? Was zum Teufel haben Sie mir gegeben, Doc? Stimmt etwas nicht. Sie sehen kerngesund aus. Wegen Ihrer Medizin bin ich fast verrückt geworden. Ich hatte Visionen. Schlimmer als jeder Albtraum. Was führen Sie im Schilde? Faszinierend. Diese Nebenwirkung ist neu. Ich muss weitere Tests durchführen. Sagen Sie mir bitte Bescheid, falls noch andere Nebenwirkungen auftreten, ja? Ich suche nach jemandem, der erst seit kurzem hier ist. Hat eine schlimme Verletzung. Die ganze Unfallstation ist voll mit solchen Patienten, Sir. Okay, vielleicht hilft Ihnen das hier weiter. Der Kerl hat eine tiefe Wunde von einer Axt in der Schulter. Sir, ich habe wirklich keine Zeit, mich jetzt durch Ihre Akten zu kämpfen. Aber Sie können gerne einen Blick in unser Archiv werfen, wenn es Ihnen so wichtig ist. Bestimmt kein leichter Job unter diesen Bedingungen. Brauchen Sie Hilfe? Nun, die brauche ich tatsächlich, aber Sie könnten es dabei mit Wildbeestern zu tun bekommen. Wäre das ein Problem? Ich nehme es mit jedem auf, ganz gleich ob Mensch oder Bestie. Ich helfe Ihnen. Wusste ich's doch. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Wildbeester zu erforschen, aber benötige mehr Informationen, um zwei meiner Hypothesen zu bestätigen. Die eine bezieht sich auf die vielarmigen Kreaturen, die andere auf die speienden Humanoiden. Was haben Sie bisher über diese vielarmigen Kreaturen herausgefunden? Einer meiner früheren Patienten sah sie vor der Flut in seinen Albträumen. Leider bin ich verhindert und kann ihn nicht aufsuchen, aber er muss etwas wissen. Hier ist seine Adresse. Diese abscheulichen Würger wirken fast menschlich. Aber was könnte einen Menschen in solch ein Monstrum verwandeln? Jim Bells, einer meiner Patienten, wurde mit Symptomen eingewiesen, wie man sie von Cholera-Patienten kennt. Aber dann verwandelte er sich in eine dieser Kreaturen. Ist das zu glauben? Hier haben Sie seine Adresse. Finden Sie heraus, was passiert ist. Tö. Wiedersehen. Okay. Eieieiei.
Alles klar, dann werden wir hier uns erstmal ein bisschen umsehen. Da haben wir schon mal eine Kiste. Das ist das Archiv. Nach unten gehen wir. Gehen wir erstmal nach unten gucken. Da haben wir auch noch. Da ist ein Sarg. Okay. Clear water. Sonst haben wir hier nix oder wie oder was? Scheinbar nein. Auch keine Wände, die aufgehen oder so. Okay, das ist der gleiche Zugang. Erster, zweiter Stock Patienten, Erdgeschoss, Empfang, Untergeschoss, Operationssaal und Lager. Okay. Mein Magen. Ich werde nie wieder Blutegel essen, nein, Sir. Blutegel? Gott, oh Gott, ey. Kann man auch nur Blutegel essen? Ist ja geil. Grammophon mit einer Muschel. Was ist passiert, Mr. Pete? Explosion. Mit Dynamit gefischt. Oh, sprechen schmerzt. Mit Dynamit gefischt, ach ja? Oder ist das bei einem Kampf am Hafen passiert? Vielleicht auf einem Schiff? Nein! Bitte, gehen Sie! Wiedersehen. Aha. Kratzen Sie mich. Bitte, bitte, nur hier. Das Jucken macht mich noch wahnsinnig. Gott, oh Gott, ey. Kratzen Sie mich. Ja. Bitte, bitte, nur hier. Das Jucken macht mich noch wahnsinnig. Oh je, was ist mit Ihrer Schulter passiert? Das war ein Verrückter. Bei einer Schlägerei in der Bar. Hat mich böse an der Schulter erwischt.
Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich suche nach jemandem. Kapitän Sanders. Kapitän Sanders? Nie gehört. Ich bin Joseph Willow. Vielleicht sollten Sie sich woanders umhören. Gute Besserung. Dann müssen wir doch wirklich im Archiv schauen. Gibt's ja nicht. So, Captain Sanders verletzt. Patient, Zeitraum nach der Flut, Abteilung, Behandlung. Ha, guck mal an. Grimhaven Bay, Verletzte. Peter Crowley, männlich 29, aus Oakmont. Multiple Verbrennung und Brüche im Brustbereich und Gesicht infolge einer Explosion. Mehrere Eingriffe vorgenommen, darunter Wundbehandlung und Gesichtsoperationen. Prognose gut. Bettruhe empfohlen. Joseph Willow, männlich 39, Neuankömmling. Tiefe Schnittwunden an der rechten Schulter. Schlüsselbeinfraktur, Schulterblattfraktur. Schnittwunde genäht, Knochenbrüche gerichtet und verbunden. Kann ein Einzeichen einer Infektion, Prognose gut, Bettruhe empfohlen. Okay. Dann muss der Kollege oben das natürlich sein. Wir schauen noch mal ganz kurz rein hier. Einer der verletzten Patienten, ein Mann namens Pete, verletzte sich laut eigener Aussage mit Dynamit, das er zum Fischen benutzte. Einer der verletzten Patienten, ein Mann namens Joe, wurde laut Aussage von einem Verrückten in der Bar angegriffen. Und dann haben wir den Bericht. So, können wir Gedankenspiele noch irgendwas machen? Nein, können wir nicht. Dann gehen wir noch mal nach oben. Hat der Kollege uns angelogen. Schon komisch. In Ihrer Krankenakte steht etwas von einer Axtwunde, wie sie sich auch ein gewisser Kapitän Sanders beim Hafenmassaker zugezogen hat. Raus mit der Sprache. In die Tiefen damit. Wer hat Sie geschickt? Ich stelle hier die Fragen, Freundchen. Ist ja gut. Aber erst sagen Sie mir, wer Sie sind. Charles Reed, Privatdetektiv. Throckmorton möchte wissen, was mit seiner verschollenen Expedition geschehen ist. Throckmorton lässt also endlich von sich hören. Ich wusste, dass mich jemand wie Sie früher oder später finden würde. Was hofften Sie unter Wasser zu finden? Den Grund für all das. Die Monolithen, die Flut, die Monster. Die Wissenschaftler fanden am Meeresgrund Risse. Und sie versuchten herauszufinden, wie der Wahnsinn damit zusammenhängen könnte. Glauben Sie wirklich, dass Risse am Meeresgrund eine Hysterie an Land auslösen können? Wir verbrachten Tage bei diesen Rissen. Wir hörten Dinge und sahen Dinge, die unsere Blicke erwiderten. Ich denke, es wäre noch untertrieben zu sagen, dass Ihre Expedition in einem Desaster endete. Es gibt Dinge, die besser niemals jemand zu Gesicht bekommen hätte, Mr. Reed. Hätte ich das doch nur vorher gewusst. Vielleicht wären sie dann noch am Leben. Die Wissenschaftler. Meine Mannschaft. Keiner von ihnen hat das Schicksal verdient, das sie ereilt hat. Erzählen Sie mir, was beim letzten Tauchgang geschehen ist. Es gab immer feste Regeln. Die Taucher gingen nach unten und tauchten dann zu einem vereinbarten Zeitpunkt wieder auf. Aber an diesem Tag kam keiner zurück. Ich schickte dann ein paar Männer runter, um nachzusehen. Zurück kamen sie mit Albert. Und sie alle waren fast verrückt vor Angst. Wussten Sie, dass Albert Throckmorton es an Land geschafft hat? Albert hat überlebt? Ist er hier? Nein, er ist tot, wie die anderen. Er wurde am Hafen ermordet.
Aber was ist den anderen Expeditionsteilnehmern widerfahren? Ich weiß es nicht. Meine Mannschaft ließ sie zurück. Unter Wasser. Ich ordnete einen Rettungsversuch an, aber dann drohten meine Männer mit Meuterei. Sie hatten gute Gründe, die Teilnehmer der Expedition ihrem Schicksal zu überlassen, nehme ich an. Sie waren nicht dabei. Tag für Tag auf diesem Schiff. Das war der reinste Albtraum, Mr. Reed. Wir sahen schreckliche Dinge. Keiner von uns wagte es zu schlafen. Das war eine Expedition in verfluchte Gewässer, das sage ich Ihnen. Ich war auf der Titania, bevor ich hierher kam. Allem Anschein nach wurde ganz schön viel getrunken. Warum? Weil es sonst eine Meuterei gegeben hätte. Und weil alle verzweifelt waren. Nach Tauchgängen wie diesen würde jeder zur Flasche greifen. Die Tauchgänge haben ihrer Mannschaft also ganz schön zugesetzt. Aber was geschah im Hafen? Ich weiß es nicht. Die Männer waren ruhig, bis wir angelegt haben. Und dann sind sie ausgerastet. Viele gute Männer haben ihr Leben gelassen. Könnten Sie mich zu der Stelle bringen, wo der letzte Tauchgang stattfand? Auf keinen Fall. Sie dürfen nicht zu Ihnen, Mr. Reed. Das wäre reiner Selbstmord. Oder schlimmer. Ich war Taucher bei der Navy, Kapitän. Und bei allem Respekt. Ich habe keine Angst vor Gespenstern. Das mag sein, aber ich bringe Sie nicht dorthin. Und ohne vernünftige Ausrüstung können Sie eh nicht zu Ihnen. Wissen Sie, wo man hier einen guten Taucheranzug bekommt? Meine Männer hatten ihre aus einer Fabrik für Taucherzubehör hier in der Stadt. Wenn Sie sich wirklich nicht von Ihrem Vorhaben abbringen lassen wollen, schreibe ich Ihnen die Adresse auf. Wo befindet sich das Logbuch der Titania? Ich trug es bei mir, als ich hierher kam. Ich kann mich noch an den Operationssaal erinnern. Aber als ich wieder zu mir kam, war es weg. Gute Besserung. Na, das werde ich wohl finden. So. Neue Hinweise für die Gedankenspiele. Erstmal suchen wir das Logbuch. Und ich glaube, ich habe das im Keller schon gesehen. Jetzt müsste mir das aber auch angezeigt werden. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Abom. Wusste ich's doch. Hier ist es. Logbuch der Titania. Ischen Falls. Mannschaft klagt über Geräusche und Schlaflosigkeit. Fische seltsam. 22. März. Erreichten... was auch immer. Devil's Reef wahrscheinlich. Mannschaft hat Halluzinationen. 23. März. Gab Rum aus. Sollte sie ablenken. 23. März. Fanden unter Wasser Hohlraum mit Sauerstoff. Nahe Felsriff Devil's Tees. Unweit der Stadt. Wissenschaftler entdeckten uralte Mauern. Forderten Kisten mit Ausrüstung an. 24. März. Schickte Tate und Myers nach unten, nachdem niemand aufgetaucht war. Ebenfalls 24. März, kamen nur mit Albert's Rock Mountain zurück, ist völlig wahnsinnig. Und außerdem am 24. März, Mannschaft setzte Albert in Rettungsboot, wollte eingreifen, es kam zur Meuterei. Okay. Alle Hinweise gefunden, sehr schön. So, dann schauen wir doch. Wir haben das, Captain Sanders Aussage, wir haben die Adresse, den kann ich schon mal auf die Karte setzen. Ach, da oben wahrscheinlich. Dann haben wir Logbuch der Titania. Letzte Tauchstelle der Expedition, da setze ich auch mal auf die Karte. Das müsste ja irgendwo, ne, das ist wahrscheinlich hier. Okay, gehen wir mal in die Gedankenspiele. Verwundeter Seemann mit diesem hier. Genau, die Mannschaft der Titania war verrückt geworden und es kam deswegen zu einem Massaker am Hafen. So, können wir die noch
kombinieren? Nein, können wir nicht. Da müssen wir noch ein bisschen was finden, würde ich sagen. Okay, aber wir haben die nächsten Hinweise. Dann würde ich sagen, machen wir uns hier geht's raus, ne? Ja. Genau, hier geht's raus. Gott. Suchen wir noch den Schnellreisepunkt, quasi die Telefonzelle. Hier haben wir auch ein befallenes Gebiet. Hier ist die Telefonzelle, sehr schön. Alles klar, und dann würde ich sagen, bis hierher. In der nächsten Folge gehen wir den neuen Hinweisen nach. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet das Video gerne, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge zu The Sinking City. Also bis dahin, macht's gut, euch einen schönen Tag, haut rein und ciao.